Kaspers Stippvisite, liebe Zuschauer, das Gesundheitsmagazin hier bei Sonnenklar TV. Der liebe Kollege Björn Kasper ist immer für Sie unterwegs und holt wertvolle Tipps für die Gesundheit ein. Und heute ist der liebe Kollege zu Gast im Kurzentrum Weißenstadt. Und ich bin gespannt, welches spannende Thema er heute für uns hat. Und im Normalfall, ich bin gespannt, ob es auch heute so ist, begrüßt er uns immer mit Hallo München. Schauen wir mal. Hallo liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer und Servus und schöne Grüße nach München ins Studio zu euch. Kasper auf Visite ist wieder unterwegs in Deutschland, schaut nach Gesundheitsangeboten und nach Gesundheitsregionen. Und ich bin wieder in Weißenstadt am See, direkt am See, wie man hinter mir sieht. Und hier war ich vor ein paar Wochen schon, weil hier wird Gesundheit wirklich groß geschrieben. Und ich bin im Kurzentrum Weißenstadt am See und neben mir der Hoteldirektor von diesem Kurzentrum, Herr Reik Eilert. Was ist das Besondere an diesem Zentrum hier? Weißenstadt am See. Also erstmals, es ist das Gesundheitshotel, also Kurzentrum Weißenstadt am See. Wir sind ein Vier-Sterne-Haus, klassifiziert mit allen Annehmlichkeiten, die der Gast sich denken kann, wünschen kann. Und wie man hier sehen kann, mit einem ganz tollen Wellnessbereich. Aber ich glaube, zur Gesundheitsförderung haben wir unseren Therapiebereich mit fast 3000 Quadratmetern, wo Anwendungen in verschiedenster Form hier dem Gast darliegen. Und dafür sind unsere Gäste da. Sie haben hier, und das ist auch besonders an diesem Kurzentrum, Ärzte und Therapeuten, die fest im Hause sind. Richtig. Es sind 23 Therapeuten und Ärzte an der Zahl, also ein sehr, sehr großes Team, was rein für die Gesundheitsförderung zuständig sind. Und wie gesagt, in verschiedenen Formen, vom Physiotherapeuten, Masseuren, von medizinischen Fachkräften natürlich auch, kümmern sich um das ganze Thema Gesundheitsförderung. Und da sind wir wirklich in allen Bereichen sehr gut vertreten, von Naturfango, Wannenbädern, Inhalationen, Heublumenwickel für unsere Fastengäste und natürlich unser Heilmittel, was wir heutzutage fördern, ist Radon. Radon, Sie geben schon das Stichwort, auch das ist einzigartig hier in diesem Kurzentrum. Sie fördern wirklich Radon. Was ist genau Radon und welche Therapieform macht man oder was bewirkt Radon? Also Radon ist ein Edelgas, was hier als Bodenschatz sozusagen in einem großen Wasserbecken unter Weißenstadt gehalten wird. Wir fördern es vor dem Rudolfstein aus 70 Metern Tiefe und bringen es direkt hier ins Kurzentrum, wo dann in verschiedenen Anwendungsformen, zum Beispiel in der Inhalation, in den Wannenbädern oder im Bewegungsbecken dann zutage gebracht werden. Und im Bewegungsbecken, das ist wahrscheinlich so das Einzigartigste hier bei uns im Haus, mit muss man sagen, es gibt viele Dinge, wo die Inhalation, das Bewegen im Wasser mit Zusammenarbeit eines Physiotherapeuten auf alle Bereiche des Körpers einwirken. Und wer Radon schon mal genutzt hat als Rheumatiker, der weiß, da ist Hilfe da einfach. Welcher Sonnenklar-TV-Zuschauer wäre jetzt der ideale Gast in diesem Kurzentrum? Also da unsere Anwendungsbereiche so verschieden sind, würde ich anfangen mit uns beiden. Man kann nicht früh genug anfangen mit der Gesundheitsförderung, aber es geht wirklich durch alle Altersklassen durch und für jeden Bereich ist etwas da. Wir haben für den kulinarischen Basenfastengast eine Kur. Wir haben für den Rheumagast eine Kur und natürlich auch für Sportler zum Beispiel in unserer Kältekammer auch eine Kur. Die schauen wir uns gleich nochmal an, die Kältekammer. Wir sind direkt am See. Also wir gehen hier aus dem Hotel raus und befinden uns an einem wunderschönen See. Was kann ich hier alles noch erleben? Ich sag mal so, bei Ihrem sehr intensiven Job, einfach das Ausspannen oder Sie laufen um den See, gehen einfach spazieren, nehmen sich ein E-Bike durchs Fichtelgebirge durch. Wir sind hier umgeben von vom Waldstein, vom Rudolfstein, vom Schneeberg und das sind wirklich sehr, sehr sehenswerte Punkte, wo man auch sich so ein bisschen die Kraft wieder zurückholen kann. In ein paar Minuten, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, kriegen wir nicht das alles unter, was dieses Zentrum hier bietet und wo kann ich weitere Informationen einholen? Wir sind für unsere Persönlichkeit bekannt und familiäre Atmosphäre. Sie sind gerne eingeladen, vorbeizukommen, sich an der Rezeption zu informieren. Sie können uns anrufen jederzeit. Wir sind 24 Stunden besetzt und wir haben natürlich eine wunderschöne neue Webseite, kurzentrum-weißenstadt.de, wo alles nochmal draufsteht. Liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, Weißenstadt am See schreibt Gesundheit ganz groß. Und dieses Kurzentrum hier ist eine richtige Alternative, wenn Sie mal die Fünfe gerade sein lassen. Wenn Sie wirklich unter Ärzten und therapeutischer Beobachtung stehen wollen oder auch mal eine Meinung haben wollen, sind Sie hier genau richtig. Denn Gesundheit ist das wichtigste Gut, was wir haben und das sollten wir pflegen. Und zurück zu euch nach München. Dankeschön, mein lieber Björn Kasper. Unser Kasper auf Stippvisite hier im Kurzentrum Weißenstadt. Eine Einrichtung, in der Gesundheit großgeschrieben wird. Und weitere Informationen, wir haben es eben auch eben eingeblendet, finden Sie auf der Webseite kurzentrum-weißenstadt.de.
www.weißenstadt.de, liebe Zuschauer. Und von Weißenstadt springen wir jetzt nach Italien.